Vertreter vom Referat Veterinärwesen der Stadt Innsbruck schauen gemeinsam mit der zuständigen Stadträtin Patricia Moser auch immer wieder mal im Alpensoo vorbei. Zu diesem wichtigen Referat zählt ein umfangreiches Aufgabengebiet. Zum Veterinärwesen zählt der Tierschutz besonders, Tierseuchenprävention, Tierseuchenfrüherkennung, Tiergesundheit. Einen großen Teil nimmt die Wasenmasterei ein, aber wir arbeiten auch Hand in Hand mit der Lebensmittelaufsicht, Tierproduktkontrolle. Welche Aufgaben eine Wasenmeisterei konkret erfüllt, war Ihnen bis dato möglicherweise nicht bekannt. Die Wasenmasterei, das ist ganz ein toller Service der Stadt, 365 Tage erreichbar und zwar 24 Stunden, ein quasi auch Notruf bei Beobachtungen von unsachgemäßer Tierhaltung, beim Auffinden von herrenlosen Tieren oder toten Tieren. Für die verschiedensten Probleme mit Tieren in der Stadt ist die Amtstierärztin zuständig. Was wir dann auch noch machen, ist Zoonosenüberwachung, also Krankheiten, die auch auf den Menschen übertragen werden, sowie die Tiergesundheit und die Prävention vor Tierseuchen. Tierschutz hat in Innsbruck generell einen sehr hohen Stellenwert. Ich glaube, das wissen die Innsbruckerinnen und Innsbrucker sehr zu schätzen. Wir schauen auf unsere Tiere, auch auf die Gesundheit unserer Tiere. Und es ist für uns natürlich auch bezüglich Gesundheit und auch Lebensmittel dann sehr wichtig, dass die Tiere gesund sind, dass sie gut gehalten werden. Und deshalb haben wir ein ganz tolles Team, bestehend aus der Tieramtsärztin, zwei Wasenmeistern und einem Sekretariat. Und ich muss sagen, für die Größe dieses Amtes wird unheimlich viel Arbeit geleistet und wir sind sehr glücklich darüber. Leider sind auch Misshandlungen von Tieren immer wieder ein Thema. Also wir haben sehr viele Meldungen über unsachgemäße Tierhaltung, die wir dann kontrollieren und wenn es Probleme gibt, die dann hoffentlich beseitigen im Sinne des Tieres. Es ist nicht immer leicht, gegen Menschen, die Tiere quälen, vorzugehen, aber es gibt auch immer wieder Erfolge. Wir haben schon einen Tierquäler gehabt, der tatsächlich eben sein Tier gequält hat, wo wir Gott sei Dank erreichen konnten, dass der verurteilt worden ist, rechtskräftig. Und wir ihm das Tier entziehen konnten. Auch mit Inge Welzig vom Tierschutzverein für Tirol gibt es eine enge Zusammenarbeit. Ich bin eigentlich regelmäßig auch im Tierschutzheim und man kann diese Arbeit von Inge Welzig und ihrem Team nicht hoch genug einschätzen. Es ist wirklich sehr wertvoll, was sie leistet. Auch sehr viel Ehrenamt wird dort geleistet und gerade im Jahr des Ehrenamtes kann man das nur immer wieder betonen, wie wichtig das ist und wie froh wir in Innsbruck sind, dass wir auch dieses Tierheim haben. Nutztiere haben im Innsbruck-Alpensoo ihren Platz, allerdings nach wie vor auch in der Stadt. In Innsbruck, ganz erstaunlich, haben wir 130 landwirtschaftliche Betriebe mit über 5000 Stück Nutzvieh. Neben den Nutztieren tummeln sich in Innsbruck auch viele andere Tiere. Prinzipiell kann vielleicht jeder jedes Tier halten, aber es ist meldepflichtig, wie zum Beispiel die exotischen Tiere. Es gibt sehr viele Leute in Innsbruck-Stadt, die eben Schlangen oder Schildkröten zum Beispiel zu Hause halten und mit ihnen haben wir auch immer wieder zu tun natürlich. Das Veterinärwesen ist generell ein sehr spannendes Referat, das von 4 Personen bewältigt wird. Weitere Informationen auch unter innsbruckinformiert.at.